Hallo, Herr Hofer. Hallo, ja. Brauchen Sie auch noch was? Ja. Was brauchen Sie denn noch? Viel. Viel? Haben Sie noch nichts gekauft? Doch, doch, aber noch nicht so viel habe ich gekauft. Ja, kann ich bei Ihnen einkaufen? Ja, das können wir machen. Ich muss Jo, gerade noch die dann. Rechnung hier nochmal abzeichnen für den Jürgen, damit ich die so auf die Seite zum Abheften habe. Dann kommen wir zu Ihnen. Jo, ich würde dann mal bei mittelgroßen Traktoren einen Steyr-Profi CVT Moment, ich muss gerade mal Ihre Finanzen checken. Der Kuhbauer sind Sie, gell? Jo. Gut, da sieht es relativ liquide aus. Sie sind bei 1,9 Millionen. Da kann man sich was leisten. Also mittelgroß sagen Sie. Ja. Den Steyr Profi. Ja. Mit Breitreifen plus Gewichte. Ja. Motorausführung die 1145er Variante, also die größte. Ja, und Frontladeraufbau. Ach, den haben wir auch noch. Okay, Moment. Mit Frontlader. Dann wären wir da bei einem Preis von 121.500. Steyr. Der wird gekauft. Jawohl, was bräuchten Sie noch? Dann brauche ich noch einen Düngetechnik, den mittleren Düngestreuer. Den Bredal K105. 6 Meter Streueinheit, den großen Aufbau, Ja. Pflegebereifung. Und Pflegebereifung. Ja, der schlägt zu Buche mit 48.250. K105. Ja. Und dann mit gleich. Würde ich, weil ich mit dem LKW hier bin, oder nehme mal den Ladewagen mit, den ohne. Den Krone ZX 560 GD. Ja. Aber ich hätte da auch noch einen anderen im Angebot, wenn Sie gerade Ja. mal gucken wollen. Gucken Sie mal unter dem Tuner Varuna LP. Da gibt es auch noch einen Tigo, einen Fendt-Tigo mit 54.000 Litern. Da könnten Sie sogar die Farbe frei wählen. Hier. Ja, da könnten Sie zum Beispiel einen weißen mit Designfarbe Rot machen, wie Steyr. Und wenn Sie dann die Abdeckung mitwählen oder so, Rot und könnten Sie mal überlegen. Wo haben wir denn Steyr? Steyr haben wir hier gar nicht als Rot. ja, ist ja. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, war nur so ein Gedenkanstoß. Ja. Oder bleiben Sie bei dem Krone? Das überlege ich mir noch mal. Ich nehme das derzeit mal was anderes mit. Ja, sie kommen halt auch 154.000. Ich vergleiche gerade mal den Preis. Also sie kommen halt 11.000 günstiger mit 2.000 Liter weniger. Also müssten Sie sich überlegen. Haben Sie denn sonst? Ja, die Frage ist, was brauchen Sie? Haben tun wir alles hier im Angebot. Der Ah ja, Hans-Peter, Wasserfass. ein Wasserfass. Das schauen wir doch gleich mal. Was bräuchten Sie da? Da haben wir ja so Universal-Tank. Ja, genau, von LSFM ist auch ein guter Tuning-Partner von uns. Empfehlen Sie mir ja das Groß, ganz Große. Da bin ich gerade ein bisschen. Moment, da müsste ich gerade mal mit dem Jürgen Rücksprache halten. Moment kurz. Ich muss den gerade mal suchen gehen. Einen Moment kurz. Oh. Gott, das ist laut, ey.
Hans! Und der Hans jetzt. Hans! Hans! Ja? Das LFSM, Tank, der Tankanhänger da. Moment. Was damit? Ja. Da steht bei mir nur Gülle und so Zeug drin. Bei welchem Fass meinen Sie? Oder bei. Na, der Harry überlegt sich, das Große zu holen. Ja. Da steht aber nur, was, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen drin. Also bei den beiden kleinen, bei dem ÖTD 7500 und 18.000 ist mal, glaube ich, Gülle und Gerste. Jo. Und bei den Größen ist es, glaube ich, Kalkdünger, Saatgut und Schweine. Ja, aber eigentlich ist es doch, geht doch auf Flüssigkeit rein. Es, ja, eigentlich schon. Eigentlich, ja, das müsste gehen. Aber welcher ist das dann, Universal oder Silo-Kipper? In der Beschreibung steht vom Hersteller, Anhänger ist umrüstbar zum Silo-Kipper. Transport von Dünger, Kalk, Saatgut und Schweinefutter. Ja, der Silo-Kipper ist für Schweinefutter und sowas. Okay, dann kaufe ich ihn normal. Dann drehe ich dem normalen an. Wenn es nicht geht, machen wir doppelt Geld. Jo. Okay, gut. Aber da wartet noch Kundschaft, muss mal gucken, gell? Ja, mach ich. Oh, tschö. Tschö. Ja. So, wo ist denn jetzt der Hofer schon wieder? Herr Hofer? Hallo. Ja. Hallo, bitte, ja. Ihre Ausweispapiere. Ich hätte gerne einmal mit Ihre Ausweispapiere. Ja, hier, haben Sie. Herr Hofer. Ah, wer spricht denn mit mir? Der Herr Richter. Ah, hier, hier, bitteschön. Ja, okay, wie sind Sie hier hingekommen, Herr Hofer? So, haben Sie auch einen Führerschein? Ja, natürlich, hier bitte, Klasse B und B1. Aber Herr Hofer, Sie müssen auch mit mir reden. Ja. Hier haben Sie Ihre Ausweis. Ja, wie sind Dankeschön. Sie hingekommen? Guten Tag Ihnen noch, schönen Tag Ihnen noch. Ebenso, tschüss. Wie ich hierher hingekommen bin? Ja, das habe ich gefragt. Wie? Alter, was war denn das? Eine Polizeikontrolle? Wir sind doch gerade erst hergekommen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe als Führerschein B und B1 angegeben. B plus B1. Das ist Auto plus Autoanhänger. Aber ich werde vielleicht auch mal LKW fahren müssen. Das sollte ich mir überlegen, ob ich mir... Oh. Herr Hofer? Ja, ich bin beim... Hier. Jo. Ja. Jo. Was war denn das jetzt gerade? Das war fast wie ein Überfall. Kommen Sie noch mal rein. Da sind wir ein bisschen ungestörter. Fast wie ein Überfall, die Polente hier. Ja. So, also wir waren stehen geblieben bei dem Fass. Das Große müsste theoretisch auch Flüssigkeiten transportieren, wenn es als Universal Tanks deklariert ist. Aber das kleinere... Das auch. Das kann, aber das sind andere Sachen, die es... Das steht nur drauf, das ist aber schon richtig. Okay. Ja, nur die Frage, wollen Sie die Aufschrift in schwarz oder in weiß? Großen. Wie bitte? Bei dem Großen. Je nachdem, welches Sie haben wollen. Ja, bei dem Großen. Ich, bei dem UTT 18.000 oder 32.000? 32.000. Okay. Ja. Den mit der schwarzen Aufschrift, jawohl. Breitreifen. Breitreifen und Farbe? Anders. Berlin in Chat-Schwarz. Okay, Moment, dann muss ich doch nochmal den Preis korrigieren. Chat schwarz. Dann sind wir bei 59.800. Ja. Jawohl. So, was bräuchten Sie noch? Dann bräuchten Sie fast noch einen Dolly, oder? Ja, ein LKW. Sie haben den LKW, haben Sie den schon gekauft? Ja, beim Hans. Ah, okay. Gut. Ja. Dann, was bräuchten Sie noch? Autos, aber das glaube ich hole ich mir danach. Ja. Futtermischwagen. Ja, ein Futtermischer, den findet man natürlich unter Tierhaltung. Ja, den Stocking.
Den Silo King, ja. Viel mehr haben wir leider gerade nicht im Angebot, da die Zulieferer ein bisschen streiken. Der macht sich für 53.000 bemerkbar, Silo King. Hinnehmen. Jawohl. Was bräuchten Sie noch? Herr Hofer? Autos. Autos? Den haben Audi wir ja. Den Audi finden Sie unter dem Tuner Mine Wars LP. Würde ich den Audi nehmen? Ja. Audi S4. Schönes Modell, schönes Modell. Ja, ein schwarzes Chat. Wollen Sie den als Kombi oder als Stufenheck? Können Sie bei der Ausführung wählen? Alle. Den Avant. Ja, den würde ich eigentlich so nehmen, ohne. Okay, mit der gleichen Farbe? Ja. Da würde ich Ihnen empfehlen, wählen Sie lieber eine andere Farbe, weil sonst fallen Sie nicht so sehr auf. Weil der Jürgen Rasex, der hat den gleichen. Dann würde ich vielleicht den KCH Rot nehmen. KCH. Ja, das ist natürlich viel mehr Ihrem Stand entsprechend. Okay. Ja, ich komme gleich. Okay. Das wären dann. Und dann noch. Ja. 64.350. Ja. Okay. Gut, was bräuchten Sie noch? Ja, soweit passt das mal. Soweit, so gut. Dann tippe ich mal schnell in den Taschenrechner ein. 1, 2, 1, 5, 0, 0. 48, 2, 50. Wir haben quasi drei. 59, 8, 0, 0. 53 0, 0, 0 plus den Audi mit 64.000. Da haben sie ein gutes Schnäppchen gemacht. Der ist jetzt zur Markteinführung ein bisschen billiger. Kommen wir auf einen Gesamtpreis von 3, 4, 6, 900. Mal die Steuer. Da sind wir bei 4, 1, 6, 2, 8,0. So, dann rechne ich noch kurz aus, was sie dem Staat schulden. 3, 4, 6, 9, 0, 0 gleich, geteilt durch 2 gleich. Also dem Staat würden sie schulden 34.690. Weiß ich das? Gemeinde. Wie bitte? Gemeinde. An die Gemeinde, genau. Und das gleiche wäre dann nochmal fällig an den Hans-Peter, außer sie handeln mit ihm einen Rabatt aus. Okay, wie viel nochmal? 34.690. 34. 600. 690. Jo. Ja, beim Händler ist jetzt mal. Genau, das müssten Sie mit dem Herrn Peter, der schwirrt, glaube ich, gerade draußen noch rum, das müssen Sie mit ihm mal direkt besprechen. Okay? Ja. Gut, dann tschüss erstmal. Wobei, ich muss auch zum Hans. Wo ist denn der? Dum-dum-dum-dum. Da ist er doch, oder?